Heute mal 5 Geheimtipps für den Herbst und für den Winter, wenn man jetzt nicht so riechen will wie jeder andere. Fangen wir mal an mit dem ersten Geheimtipp, nämlich dem Panadora Moonlight. Erstmal, dieser Flakon sieht schon sehr, sehr gefährlich aus, finde ich. Also geht so ein bisschen in die Richtung von den Penhaligon-Stiften, aber ich finde den, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen schöner mit diesem Hirsch oben drauf. Und der Moonlight ist wirklich ein wunderschönes Parfüm für jeden, der so gourmandige, leckere Düfte irgendwie gerne mag. Auch der Sprüher. Sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Also das Ding ist wirklich rein von der Optik her und vom Sprüher her top. Ein Duft mit Pflaume, Mandarine, also am Anfang so ein bisschen fruchtige Noten und dann aber eben auch vor allen Dingen richtig schön gourmandig. Schokolade mit drin, so eine schokoladige, fruchtige Note, Tabak, Vanille, Honig. Also das wirkt wirklich zu einer wunderschönen DNA für jeden, der es einfach lecker mag. Leckere, gourmandige Düfte, dazu eine wirklich gute Haltbarkeit, gute Sillage. Ich würde sagen, eigentlich 10 Stunden plus von der Haltbarkeit her und ist ein schönes Ding. Also, und ich muss sagen, zu dem schönen Geruch, ne, kommt eben dieser wirklich gute Flakon mit dem geilen Sprüher. Also, das Ding Nummer 1 Geheimtipp kennen noch nicht viele und kann man im Herbst, im Winter wunderbar tragen. Dann ein weiterer Tipp und gerne mal ein Follow da lassen, wenn ihr immer gut riechen wollt. Ein weiterer Tipp von Pernod, der Amoral. Ne, aus der Schweiz, Pernod kennen vielleicht einige schon, aber einige auch noch nicht. Das ist wirklich eine Top-Marke, eine top-junge Marke, die einfach sehr, sehr gute Düfte macht. Das kann man nicht anders sagen. Pernod Amoral geht von der Richtung her so ein bisschen in die Richtung von dem Alexandria 2 von Serjov. Ich sag mal von der Richtung her. Dann aber auch noch deutlich rauchiger. Also das ist so ein Alexandria 2-mäßiges mit so deutlich mehr Rauch, noch ein bisschen herber, ein bisschen würziger und eben deutlich rauchiger. Wer also rauchige Düfte mag und so diese DNA von Alexandria 2 mag, dieses wunderschön orientalische, ganz leicht fruchtige, holzige, würzige, der wird den Amoral wahrscheinlich auch sehr, sehr gut finden, kann ich nicht anders sagen. Top-Duft und für den Herbst, für den Winter auch noch ein richtiger Geheimtipp. Dann haben wir einen Geheimtipp, der wirklich ein richtiger Geheimtipp ist. Also ich glaube, das kennt fast niemand. Und zwar der Indigo Suede von Lunio. Die Probe habe ich wieder von Parfori bekommen. Da könnt ihr ein bisschen was sparen. Also gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Und der Indigo Suede, den kannte ich auch vorher nicht. Den habe ich jetzt wirklich nur entdeckt, weil ich den zugeschickt bekommen habe. Das ist ein geniales Teil. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, die Marke Lunio ist von einem spanischen Parfüm-YouTuber, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das Ding ist ein extrem geiler, ledriger, ein bisschen frischer, fruchtiger Duft. Also ich bin eigentlich nicht so der größte Fan von so reinen, in die Fresse Lederdüften, aber das Ding ist wirklich, wirklich gut. Mandarine, Apfel, fruchtige Noten, dann eben dieses schöne Leder, aber nicht zu dunkel, nicht zu, heftig, sondern wirklich so ein bisschen frisch. Sehr, sehr gut gemacht, ein bisschen rauchige Noten noch und das Ding kann man super gut tragen, im Herbst, im Winter. Hat auch eine sehr, sehr gute Haltbarkeit, eine sehr, sehr gute Sillage und ist auch von der Preis-Leistung her wirklich top. Also das kostet, glaube ich, nicht so viel. Ich weiß jetzt den Preis gerade nicht auswendig. Ich blende ihn mal ein. Aber der Indigo Suede ist für das, was er macht, wirklich ein Top-Preis-Leistungskiller. Das kann man nicht anders sagen. Und wer Leder mag, ein bisschen fruchtig, ein bisschen frisch aber noch, der muss den mal ausprobieren, weil das Ding ist wirklich, wirklich gut. Und im wahrsten Sinne des Wortes ein extrem krasser Geheimtipp, weil den wird fast keiner kennen. Ich glaube, auf Parfumo hat er irgendwie 4-5 Bewertungen. Da aber schon eine 9,0. Also das ist ein Top-Duft. Dann haben wir als weiteren Geheimtipp einen wunderschönen Montalduft, den Infinity. Ich habe ja auch letztens mein Top 10 Montaldüfte-Video gemacht, da war der ja auf der Nummer 1. Finde ich für den Herbst und Winter super gut. Ist auch noch ein relativ neues Release von Montal. Schön Kirsche, Pflaume, fruchtige Noten, Kirsche, Pflaume, dann so ein bisschen Oud, Tabak, Tonkabohne, Leder. Das wird zu einer wunderschönen, extrem gut tragbaren DNA im Herbst und Winter. Kann man auch in meiner Augen gut im Alltag tragen. Schule, Uni, Arbeit, dann vielleicht mal ein bisschen niedriger dosieren, aber auch abends zum Rausgehen top geeignet. Wunderbarer Duft und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finde ich sehr, sehr gut, weil die Montaldüfte ja zumindest im Verhältnis zu dem, was wir machen, noch relativ preisgünstig sind. Also Infinity als weiteren Geheimtipp. Und dann zum Schluss ein Geheimtipp, ein bisschen teurer jetzt mal, aber für jeden, der orientalisch gerne mag, ein Volltreffer, nämlich der Dubai Rimal, also von The Spirit of Dubai, der Rimal, ein
ja, ich würde schon fast sagen, perfekter orientalischer Duft. Also da sind so viele Duftnoten angegeben, die kann man gar nicht alle aufzählen. Aber das Ding riecht wirklich wunderbar. Orientalisch, wirklich richtig schön orientalisch, mit so einer orientalischen Rosenote. Ne, da ist alles Mögliche drin, von Oud, Leder und so weiter. Aber wirklich schön orientalisch. Aber das Coole ist, finde ich, der ist immer noch echt gut tragbar, auch so im Westen hier. Also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was man so draußen trägt, weil die Leute ja doch ein bisschen anfälliger sind für so ganz krasse orientalische Sachen. Aber den kann man wirklich gut tragen. Der ist nicht zu krass, nicht zu heftig und trotzdem noch richtig schön orientalisch. Also wer ein bisschen mehr Geld übrig hat, wer ein bisschen außergewöhnlich riechen will, sehr, sehr gut im Herbst und Winter, auf jeden Fall mal den Rimal von The Spirit of Dubai angucken. Ist ein top, top, top Duft und auch von der Qualität her, von der Haltbarkeit her, von der Siage her, Endlevel. Gerade die Qualität ist brutal, deswegen The Spirit of Dubai Rimal für mich auf der Nummer 5 von Geheimtipps im Herbst, im Winter.